Nun haben wir hier Beispiele für keine Aussagen. Bist du wach? Wie spät ist es? Guten Tag, Frau Müller. Trinken, Brot essen. Alles das sind keine Aussagen im Sinne unserer Definition. Zunächst einmal die beiden hier unten, die sind ja noch nicht einmal ein Satz, also von daher fallen die sofort aus diesem Muster. Die oberen sind einfach keine Dinge, denen man objektiv ein wahr oder ein falsch zuweisen kann. Auch nicht das allererste hier oben, bist du wach? Es ist eine Frage und diese Frage kann man mit Ja oder mit Nein beantworten, aber nicht mit wahr oder falsch. Die Aussage, ich bin wach, könnte mit wahr oder mit falsch belegt sein, aber bei einer Frage geht das nicht.